Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video und es geht heute wieder um Tischdeko. Zwar nicht um diese Tischdeko, die hatten wir beim letzten Mal, aber ich habe irgendwie so eine nette Idee mit diesen, ja, mit Schieferplättchen, mit Kerzen und ach, lasst euch überraschen. Guckt einfach zu und dann zeige ich euch, was ich so, ja, was ich mir wieder so ausgedacht habe. Mehr gibt's nach der Intro. Habe ich hier so ein kleines Tischgesteck, weil es gibt jetzt wieder viele Feiern. Es gibt Kommunionen, es gibt Taufen, es gibt Geburtstage und da gibt es einfach schöne Anlässe. Und da habe ich gezeigt, wie man mit Hilfe von, ja, hier ein Gefäß mit, wo man den Steckschaum reinmacht oder man nimmt selber, ja, quadratische Gefäße oder Gläschen. Und da hatte ich gesagt, das war jetzt tatsächlich ein Crème Brûlée, habe ich da drin gekauft und es ist also auch Glas. Und wie man da mit ganz einfachen Mitteln, mit ein paar Efeublättchen, Moment, Efeublättchen habe ich hier noch. Ja, so Efeublättchen, die man eigentlich theoretisch bei jedem Spaziergang irgendwo finden kann. Und ja, und dann natürlich mit einem hübschen Bändchen um diese Steckmasse drumherum ein ganz süßes Tischgesteck machen kann, das auch den Gästen unheimlich viel Freude macht, nicht nur bei der Feier, sondern auch danach, wenn man es denen mitgibt. Und das ist eine ganz einfache Anleitung, da mache ich euch nochmal den Videolink rein. Und ich glaube, das könnte man sogar auch, wenn man so ein paar Tipps, die ich immer im Video gebe, wenn man ein bisschen was beachtet, könnte man das auch selber ganz gut nachmachen. Heute geht es auch um eine Tischdeko, bisschen andere, weil mein Kunde, der wollte gern zum einen ein Gestecke, Tischgestecke, der wollte also nichts so Riesiges. Auf den Tischen ist nicht viel Platz, das ist ja ganz oft das Problem. Die Tische sind unheimlich eng, ja, also diese nicht so tief und da ist nicht so viel Platz. Da stehen dann vielleicht Kerzen, da steht Salz und Pfeffer, da steht alles Mögliche drauf. Und dann ist es natürlich ganz schön, wenn man hier so ein kleines, das ist jetzt so ein kleines Steckgefäß, ist es so im Scandi-Design, ja, mit diesen Beinchen, das ist ganz goldig. Und das verkaufen wir auch sehr, sehr viel. Entweder man macht da so ein kleines Topfpflänzchen rein, aber für eine Feier soll es natürlich blumiger sein. Und da kann man dann, wenn man für eine Feier sagt, ach, man möchte gerne so eine schöne kleine Tischdeko, da sieht man, wie aus diesem kleinen Eimerchen dann doch eigentlich ein stattliches Tischgesteck ist. Wenn ich das Gesteck so vor mir halte, ich halte es natürlich gern zur Kamera, damit ihr das alles sehen könnt, was da drin ist, dann wirkt es natürlich immer größer, wie wenn ich das jetzt nur so neben mir habe. Also man sieht, was es immer ausmacht, die so perspektivisch die Blumen vor sich zu halten. Aber da war sein Wunsch, dass er sagt, die Kommunion, und er möchte dann die Blumen in Weiß und in Gelb und in Grün, möchte er die Blumen gern drin haben. Also eigentlich fast der Blumenwunsch, die Farben, hier fehlt jetzt das Weiß, aber eigentlich fast diese Farben, aber das als Gesteck für die Kommunion, so ein richtig süßes kleines Gesteck. Ja, und da werden wir dann vier Gesteckchen machen für die lange Tafel. Das ist also auch was man sich auch mal leisten kann, was eben auch nicht so furchtbar teuer ist. Und da werden wir auch gelbe Santini reinmachen. Gelbe Santini sind also hier diese kleinen Blümchen, das sind gelbe Santini, die lassen sich ganz toll stecken. Ja, gerade wenn jemand noch nicht so lang steckt,
dann ist es natürlich auch wichtig, dass eine Blume feste Stiele hat. Eine Nelke hat feste Stiele, eine Rose, eine Santini. Und die lassen sich also sehr schön anschneiden, lassen sich dann gut stecken. Was sich nicht so gut stecken lässt, deswegen, das sage ich jetzt auch bewusst, das habe ich im letzten Video auch gezeigt, ist der Schneeball, der so traumhaft ist, aber der hat einen ganz weichen Stiel. Der lässt sich nicht so super stecken und auch die Ranunkel nicht. Aber man kann sich ja dann wirklich ein paar Blumen suchen, wo man sagt, die sind richtig schön fest und mit denen geht es gut. Das ist also auch eine Santini, eine Mini-Chrysantheme. Die hat also so einen richtig schönen festen kleinen Stiel. Und da kann man so ein kleines Gesteck super damit machen. Also man muss da schon ein bisschen, ja, ein bisschen aufpassen, dass man sich das Leben nicht selber schwer macht. Und zu diesen Gesteckchen, die dann in, genau, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt stelle ich das weg, weil das ist nämlich die falsche Farbe. Stell das andere hier dazu. Weil in der Farbe soll es sein, aber in dem Eimerchen. Und dann hat er gesagt, ach, er hätte gern auf den Tischen, er wollte gern eine Kerze. Ja, also was ich alles mitgebracht bekommen habe. So, er wollte gern ein Gastgeschenk haben. Und zwar, das sollen dann Kerzen sein, die hier drauf kommen, auf so ein kleines Schieferplättchen. Ja, diese Schieferplättchen sind ja auch goldig. Und das ist jetzt aber eigentlich so ein bisschen nackig, wenn das nur so drauf ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ist kein Problem. Dann machen wir da noch ein Blümchen dazu. Und dann soll natürlich, wo habe ich den Stift hin? Dann soll natürlich noch eine Beschriftung auf die Plättchen. Da habe ich also einen dünnen Silber-Edding bekommen. Und dann soll auch noch ein Birkenherzchen drauf, als Dankeschön für die lieben Gäste. Ja, okay. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen was Zartes, Blumiges, weil es ja eine Kommunion ist. Okay. Also wie kombinieren wir jetzt die ganzen Träume? Wir haben mal so ein bisschen besprochen, bis wir das alles hatten. Ich fange jetzt mal damit an, dass ich sage, okay, er wollte natürlich, dass ich das schreibe. Er sagt, Margit, du hast eine schönere Schrift als ich. Ich habe tatsächlich mal einen Brush-Lettering-Kurs besucht und da habe ich dann also hier so eine Schriftvorlage von einer Brush-Lettering-Schrift, die ich auch sehr, sehr schön finde und die ich also für viele Anlässe, wo ich dann auch, ich sag mal, von freudigen Anlässen bis hin zu Trauerschleifen, wo ich eben diese, ja, mit dieser Schrift eine schöne Beschriftung machen kann. Und da jetzt auch natürlich Erstkommunion und der Name von dem Bub und das Datum stehen soll, schreibe ich jetzt erstmal das Blättchen und bemühe mich, möglichst sorgfältig und hübsch zu schreiben. Und auch genügend Platz zu lassen für die Kerze. Okay. So, also ich habe mich bemüht, das Ganze hübsch zu schreiben. Denke, es ist jetzt ein Stift in Silber. Es wäre natürlich ein bisschen schöner noch rausgekommen in Weiß, aber ich glaube, also wie ich es jetzt in die Kamera gehalten habe, man kann es sehr gut lesen. Es ist ein bisschen Konzentration, dass es genug Platz ist. Aber okay, gut. Dann stelle ich mal die Kerze drauf und das Herz soll natürlich auch drauf. Das heißt, das Herz kann ich nicht mit Heißkleber jetzt auf den Schiefer drauf machen, weil dann hält es nicht. Sondern was ich jetzt brauche, ist, ich brauche einen Hauch von einem schönen Moos. Ohne Moos ist wieder mal nichts los. So, und das muss jetzt also nur so ein Hauch sein. Ich nehme das Moos, ich knäule das so ein bisschen in der Hand zusammen, nehme auch wieder den Heißkleber. Mein Heißkleber ist ja immer so meine Allzweckwaffe, vor allem an Weihnachten, um ganz, 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 ganz viel damit zu dekorieren und zu gestalten. Und so, mach mit dem Heißkleber, mach so einen Tupser Heißkleber an die Spitze von meinem Herz. Und ich glaube, das muss ich jetzt auch erstmal festhalten, ein paar Sekunden, bis das klebt. Er wollte auch noch, also Eukalyptus fand er sehr schön. Also man sieht, es gibt viele Wünsche, die es zu erfüllen gibt. Und Eukalyptus, da gucke ich jetzt mal, was ich an schönem Eukalyptus noch habe. Ja, haben wir natürlich auch da, selbstverständlich. Und damit es so richtig ja, optisch ansprechend ist, nehme ich die Spitze von so einem Eukalyptus. Die ist natürlich am allerschönsten. Ja, die muss ich jetzt auch einfach abschneiden. Und auch hier
Ja, man merkt, also selbst das Blatt hier ist eigentlich noch zu viel, weil es ist wirklich so eine ganz feine Arbeit. Die Kerze, die würde ich jetzt tatsächlich auch auf diesem Plättchen fixieren. Und wie fixiere ich die Kerze am besten? Das zeige ich euch gleich. So, ist natürlich so die große Frage. Also ich mache jetzt in der Hand so ein ganz mini, mini, mini Sträußchen. Mach lieber nochmal ein Eukalyptusblatt ab und nehme einen Hauch Schleierkraut und einen Hauch Eukalyptus. Das ist jetzt also wirklich die ganz, 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 ganz kleine und feine Version. Und da nehme ich auch, entweder ich klebe es jetzt direkt auf das Plättchen oder ich gehe her und nehme etwas Bindebast. Kann dann dieses kleine Sträußchen, diesen Hauch, und jetzt nehmen wir noch mal einen kleinen, mit einem kleinen Trick. So, mit einem kleinen Trick fixieren wir auch die Kerze. Und zwar die Kerze fixiere ich mit Oasis Fix, mit diesem Knetfix. Und da brauche ich auch gar nicht viel. Da brauche ich wirklich nur einen Hauch. Das ist hier dieses Knetfix. Man sollte ein bisschen warme Hände haben. Man reibt es einmal ordentlich warm. So ein bisschen, sieht fast aus, wie wenn ich Feuer machen wollte, gell? Und mach ein bisschen Knetfix, einen Hauch unter die Kerze und schon sitzt sie auf dem, ja, auf diesem Plättchen. Und jetzt sieht man also die, ja, das ist jetzt also meine Tischdeko, die Dankeschön-Deko, danke auf der Kerze und der Anlass ist drauf und das Birkenherz ist dabei, der Eukalyptus, das Schleierkraut. Und ich glaube, das ist jetzt so eine ganz goldige, ja, goldige Deko und die also an dem Platz von den Gästen sein wird. Dann in Kombination natürlich mit dem Gesteckchen, das wir dann machen. Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Das habe ich jetzt heute nicht gemacht. Aber ich wollte euch einfach zeigen, wie man so mit unheimlich ganz, ganz, ganz einfachen Mitteln mit so einem Schieferplättchen, wie man dann eigentlich schon wirklich was ganz Süßes machen kann. Und dieses Schieferplättchen kann man ja später eigentlich noch als Glasuntersetzer verwenden. Das ist, muss man jetzt nicht wegschmeißen. Und meine Plättchen haben sogar noch auch kleine Füßchen dran. Ja, das heißt, das ist zum Schutz vom Tisch. Ich hoffe, man sieht es. Also die haben also noch diese vier kleinen Pöppels. Und so haben wir eine einfache, ganz, ganz, ganz einfache Geschichte gemacht mit der schönen Schrift, mit dieser schönen Brush-Lettering-Schrift. Und die Gäste werden sich bestimmt freuen. Und ich sage mal, das war jetzt heute die kleine und schnelle Tischdeko-Idee, die ich euch zeigen wollte. Für eine Kommunion, für eine Hochzeit, für einen Geburtstag, egal was ihr da drauf schreibt, für alle möglichen Anlässe, wo ihr sagt, auch das soll was Nettes und Besonderes für die Gäste am Tisch stehen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich total, dass ihr da wart, dabei wart. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich denke, man könnte zum Beispiel auch nur so ins Unreine gesprochen, man könnte auch so ein Birkenscheibchen nehmen und könnte dann die Beschriftung mit einem schwarzen Edding machen. Es geht ja mit vielen Materialien. Ich habe heute einfach als Beispiel das Schieferplättchen verwendet und habe gedacht, ich gebe euch einfach mal so ein Muster, so ein Ideenmuster und für eine schöne Tischdeko, wie man das so machen könnte. Danke fürs Zugucken. Alles Liebe. Und bis ganz bald und ich freue mich wie immer auf euer Feedback total. Alles Liebe, tschüss, macht's gut.